Servus Leute, ich habe das nächste Video habe ich eine Ehre für ein Konzert hinter den Kulissen zu schauen, um mit dem Musiker ein Interview zu führen. Und wie das Interview und wie das Konzert so rennt, seht ihr nachher beim Video. Wir sehen uns beim Edmund. Bis gleich. Edmund Texte. Also wenn ich jetzt den Roman antworte, dann ist das bei ihm etwas, das spielt Gitarre und da passiert etwas und es fällt etwas ein. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Thema, wo man sagt, okay, das möchte ich jetzt beschreiben, es ist nicht konstruiert, sondern man sagt, hey, das beschäftigt mich gerade und schreibt mal drauf los. Bei mir ist es ähnlich. Autobiografisch so 90%, es gibt ein paar Ausreißer, die erfunden sind, aber es ist eigentlich wirklich seltenst, dass das passiert, dass man einen lustigen Text schreibt zum Beispiel. Leibold. Aber sonst ist eigentlich. Na, Leibold ist ein Leben geschrieben. Leibold ist ein Dankeschön. Das klingt immer so negativ, wenn man sagt, das ist in ein paar Minuten entstanden, aber es ist halt so oft bei Songs, die halt wirklich dann auch im Mainstream funktionieren. Da habe ich mir gedacht, ich möchte meinem besten Freund und einer Freundin einfach mal Danke sagen und was halt öfter sagen, wie lernen du bist, ja. Bei dem Lied von ihm meinen zu lernen. Das schaffe ich auch. Das freut mich. Also nicht das ist das super. Erste Mal, das freut mich, dass es super. Dich, dass es dich berührt. Nein, ich meine, dass es dich berührt. Freunde kennen sich immer sehr schön. Eben, weil da fange ich mir nachdenken. Okay, dann haben wir irgendwas richtig gemacht. Ja. Und bei Fans of Frauen natürlich. Ich hoffe, dass sie wieder spielen. Ich glaube schon, dass man so spielt. Ah, die zwei sind Kickstarter Freundschaft. Okay, gut schon. Keine Sorge. Und wie warst du es früher eigentlich aufgewiesen? Du bist ein Feuerwehrmann. Nein, der Roman ist Feuerwehrmann. Also du, okay. Ja. Ich bin seit Februar diesen Jahres bin ich karenziert bei der Feuerwehr. Das heißt, jetzt hauptberuflich Musiker. Okay. Markus auch seit 2020. Wir haben es geschafft, unseren Jugendtraum zu erfüllen und mit die Musik die Leidenschaft zum Beruf zu machen. Ja, das ist geil. Ja. Ich habe abgekündigt. Vor eineinhalb Jahren. Und es gibt nichts Schöneres als jeden Tag ausschlafen. Was ich weiß, dass wir nichts arbeiten. Also, ich darf das nicht verwechseln, das ist schon noch natürlich. Also. Naja. Aber kreativ sein ist nicht arbeiten. Das ist so. Nein, wenn du im Studio sitzt und es ist halt sehr spät, dann wird es auch irgendwann zur Arbeit oder du Konzerte hast weit wie hintereinander und das verschieben mehr. Wird natürlich auch zur Arbeit. Faktum ist, wir können als Job das sehen, was uns Leidenschaft ist und das ich gern mache. Das ist die Quintessenz und da sage ich jeden Tag in der Früh Danke. Ja? Danke für. Geil. Was habt ihr demnächst noch vor? Also habt ihr irgendwelche bestimmten Ziele oder schaut einfach, wie es weiterläuft oder habt ihr irgendwas geplant? Ja. Naja, wir haben jetzt das dritte Album draußen, freuen uns, dass wir jetzt wieder spielen können. Viele zum heuer schon 22, 24, keine Ahnung, Konzerte gespielt. Also circa 10, 15 kommen noch. Und sind gerade voll drin und freuen uns auch heute hier in St. Pölten, dass wir hier spielen vor so vielen Menschen. Und ja, parallel schreiben wir Songs, sind viel im Studio, kommen super schöne neue Sachen, aber sind noch ein bisschen da. Also. Noch kein Geheimnis. Na, wirklich angenehm, so wie es halt plätschert. Also, wir müssen jetzt nicht sagen, jetzt müssen wir was machen, sondern wenn es will. Kommt. Genau so ist es. Die Tour rennt bis Dezember noch. Dann geht es in. Mai weiter, das kommt aber alles noch, das wird alles noch veröffentlicht. Naja. Und dann geht's ins nächste Album. Sag, sag. Also eins nach dem anderen und in der Ruhe liegt die Karte. Gut Ding noch zwei Eile. Stressen sollen sich die anderen. Eben. Sag es alles. Beim ersten Mal haben wir sehr angefangen, uns zu fahren. Weil ich vor euch sitze. Tiefst du rappeln?
Dann bin ich jetzt bei Men in Black. Achso, jetzt haben wir ganz gelassen Zeit, können wir jetzt aufschreiben, oder? Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Fällt die los an? Was wird denn heute so vom Text her, oder was ist eigentlich der Plan? Ja, wir spielen immer so ungefähr 1 Stunde 45. 31 Stunden mit Zugaben. Was halt ganz speziell ist, ist, dass ich da bin. Dass ich da bin. Ja, erst ganz genau, dass ihr da seid. Ja. Vielen Dank. Ja. Er hat sich ja schon gesagt, dass er Leihwand richtig Leihwand findet, das finde ich ja auch Leihwand. Danke. und wir spielen, wir haben vor kurzem beim Bandfußball Cup mitgespielt. Mit Turbo Bier, seit einem Speer und Konsort. Das Bier. Ja. Und der Walter hat sich die Achillessehne gerissen und jetzt sitzt er mit dem Gipsfuß auf der Bühne. Und der Walter ist ja der immer sehr aktiv ist, der Bass spielt und sich sehr viel bewegt. Das fehlt dann ein bisschen. Also ich bin gespannt, wie das heute wird. Das ist aber man muss ja dazu sagen, das Konzert heute wurde gebucht vor Corona, während Corona. Ja. Und deswegen haben wir heute Sitzpublikum. Das einzige Ding ist, bei unseren Konzerten wird normalerweise nicht gesessen. Wir haben ein Konzert gehabt im Jahr, das war auch ein Sitzkonzert und die Leute sind erstens so nach 25 Sekunden aufgestanden. Das und eine Anzeige, die ich heute bringen werde, die einzigen zwei Leute, die jetzt sitzen dürfen, sind der Schlagzeuger, der Andi und der Walter, der Bassist. Sonst niemand. Aber das machen wir schon. Ja. Wird ja gar nicht. Wird Spaß. Schau, jedes Konzert ist irgendwie, es ist zwar immer dasselbe Set, aber es ist von den Leuten her immer eine andere Symbiose, die da stattfindet. Ja. Aber es ist nie ganz gleich und das ist das Spannende. Yeah.
sehen, wie man mich spielt, dann weiß passiert. Ich hab nichts mehr um, nichts mehr registriert. Hier ich wusst, was man blöd, wie man sich mit dir verkühlt. Jetzt ist so Konzert. Ich hoffe, dass ich euch in das Konzert ein bisschen mit mir mitfiebern und mitfeiern könnt mit den Songs. Er hat auch die zwei bekanntesten Lieder gesungen, sowie Freundschaft und Leibwand. Die Lieder sind eigentlich die besten Lieder, was ich eigentlich hauptsächlich ich höre. Und ich habe das genossen, dass ich mit den Sängern vor dem Konzert sogar ein bisschen plaudern konnte. Und wir sehen uns nachher beim nächsten Video. Ciao!